Also, was sagst du heute zu heutigen Demonstrationen, die heute auf der Straße waren? Das ist ja fürchterlich, dass sie alles zugemacht haben. Kommst nicht durch, musst arbeiten. Junge, was meinst du dazu? Ich meine dazu, dass das schlimm ist, aber dass wir uns eben, weil es im Grundgesetz steht, damit rumplagen müssen und auf die Polizei zählen. Dafür haben wir sie. Und die hat sich auch gut eingesetzt. Das haben wir gesehen heute, es funktioniert. Aber was meinst du, woher haben die Leute so viel Zeit überhaupt? Ja? Dass ich habe eigentlich nie so viel Zeit. Wenn du sagst, du musst ja politisch aktiv werden, du musst noch arbeiten, du musst Einkaufen machen, du musst die Kinder... Hast du mitbekommen, das Schlimmste, was da eigentlich war? Heute war ein Kinderfest in der Stadt. Stimmt. Und die müssen das absagen. Das wurde abgesagt, das hat mich auch geärgert, ja, hatte ich vergessen kurz. Aber stimmt, ich stelle mir die Fragen auch, warum haben die Menschen für sowas Zeit und für viele andere Sachen? Nee, wieso kriegt die Stadtverwaltung das nicht immer nicht gebacken, wenn zwei Termine aufeinander sind? Was passiert da? Was würdest du da besser machen? Da hätte man im Vorfeld eben die unangenehmen Demonstranten verweisen müssen, auf einen anderen Termin verschieben müssen und nicht jetzt sagen müssen, das Kindergartenfest wird abgesagt. Also ich denke, genauso. Ja, ich bin da ganz bei dir, also nicht unbedingt abweisen, aber ein bisschen planen, ja. Die kriegen ja die Termine gesagt. Genau. Die Stadtverwaltung hätte es eigentlich in die Reihe bringen können, ja, aber ist halt nicht zum ersten Mal, das wissen wir. Aber was sagst du zu Innenstadt Ost, dem Projekt? Innenstadt Ost ist auch so ein Thema. Ich denke mittlerweile, dass da einzelne Personen profitieren. Das kann nicht gut sein für die Bevölkerung. Viele haben sich auch dagegen ausgesprochen. Und alles wurde bisher ignoriert, von der obersten Spitze des Bürgermeisters bis in einzelne Gemeinderatsgruppierungen. Und da wurde überhaupt nicht mehr darauf geachtet, was die Bürger wollen. Das ist ärgerlich aus dem Grund. Ich denke, die Bürger sind auch sehr sauer, ja? Weil du hast kein Geld für viele. Für nichts, für keine Bäder, für nichts. Nicht mal genau, die Mülleimer danke. Bei uns in der Stadt und dann zum Schluss genau. Machen wir ein riesen Prestigeprojekt. Danke, dass du mich daran erinnerst. Die Bäder, da ist kein Geld dafür, alle wollen die aber. Dann geht es um Gewerbegebiete, die nicht vorangebracht werden können, weil es heißt, die Auflagen sind zu teuer aus Umweltschutzgründen. Überall fehlt es Geld und wenn dann aber mal so eine Innenstadt-Ostentwicklung, so eine Art Prestigeprojekt kommt, dann ist plötzlich der ganze Weg frei und alle sagen, es geht im Gemeinderat. Und ich finde, deshalb spreche ich auch von Transparenz, da muss sich was ändern, dass im Vorfeld Meinungen geäußert werden können, dass die Bücher offen liegen. Und da können wir was verändern. Was würdest du uns noch kurz sagen für deine zukünftige Wähler? Ja? Wie würdest du dich überzeugen? Stell dich nochmal ein bisschen vor, was du beruflich alles machst und was würdest du für die wahrscheinlich in die Wege ziehen, ja? Dass die unsere Bürger von Pforzheim davon profitieren würden, wenn sie dich wählen. Ich kann dazu sagen, ich bin in Pforzheim groß geworden. Ich habe hier meine Schule abgeschlossen, mit einigen Semestern eben im Studium, wo ich woanders war, in Regensburg, war ich nicht hier, aber Pforzheim ist meine Heimat und ich setze mich mit Herz und Verstand hier für die Stadt ein, für die guten Sachen, die wir voranbringen, das heißt zum Beispiel die schönen Flussauen genannt, der Naherholungswert der Stadt ist so groß wie in selten einer deutschen Stadt und dann kümmere ich mich um die Sorgen und Probleme und ich denke mit Verstand und Nachdenken kann man da auch einiges bewirken. Also, am 26. Mai wähle mal Julie Hilbert.